Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Hallo. Wir sitzen hier und drehen jetzt wirklich nach langer Überlegung mal ein Mukbang, Mukbang, wie auch immer. Wir haben gerade Essen bestellt und ich krieg's einfach nicht gebacken, dass man das Essen sieht. Ihr werdet uns sehen. Ich kann euch aber kurz mal so zeigen, was wir bestellt haben. Es gibt asiatisch. Also einmal haben wir gebratene Nudeln. Ich habe Pekingsuppe. Kannst du die hoch? Nee, man sieht's nicht, glaube ich. Ein bisschen. Was ist eigentlich da drin? Hühnchen? Ja. So, einmal Pekingsuppe, dann haben wir hier einmal Erdnusssoße und Hähnchen, Sojasprossen und Reis. Und dann noch Reis mit Thai-Curry. Genau, Kokosmilch. Ah, und Frühlingsrollen, aber irgendwie sehen die irgendwie komisch aus. So, wir werden jetzt... Aber wir essen hier nicht alleine, nicht, dass sie denken, dass wir das alles essen. Achso Leute, meine Mutter sitzt da und mein Bruder sitzt da. Und wir fangen jetzt einfach an. Ich habe euch eigentlich gesagt, dass ihr uns Fragen und Themen stellen sollt, über die wir reden sollen. Aber ich muss sagen, ihr wart nicht so kreativ. Und irgendwie ist es ein bisschen komisch, vor der Kamera zu essen, aber okay. Jetzt willst du erstmal. Wenn wir schmatzen, dann jetzt schon mal Entschuldigung. Ja. Mal ein paar Nudeln auf den Teller. Also. Das war heiß. Hier? Ich finde, so Peking, so, also Suppen beim Asiaten schmecken einfach wie warme Süß-Sauer. Ja, aber ich liebe das ja. Echt? Mhm. Ey, da kann ich was erzählen. Wir waren mit Sinan bei einem Asiaten essen. Und wir hatten Frühlingsrollen bestellt. Habe ich dir schon mal erzählt? Nee. Wir haben Frühlingsrollen bestellt gehabt und oh, und es gibt Tutscho. Meine Mama hat gerade Tutscho gebracht. Guck mal bitte, wie lecker das aussieht. Ne, der Kuiman, ne? Autobahn. Und dann soll der Buryoko ja das. Wow. So knackig. So lecker. Wir waren halt beim Asiaten essen. Wir haben einen Frühlingsrollen bestellt. Und dann kam so ein Schälchen mit so einem Griff und einem Löffel drin, ne? Diese asiatischen Löffel so aus Keramik. Und Sinan hat das dann so gegessen und es hat ihm übel gut geschmeckt. Mhm. Und dann sind wir nochmal dahin gegangen, dann anders. Und dann hat er gesagt, er möchte diese Suppe haben. Mhm. Und er meinte, diese, so eine Suppe haben wir nicht. Und dann hat er das so beschrieben. Und dann sagt die Frau so, hey, das ist unsere Süß-Sauer-Soße. Die geben das als Dip. Ach so. Und er hat das gegessen. Nein. Und dann hat er sich Süß-Sauer-Soße bestellt und hat Suppe gegessen. Ja. Ich liebe das. Ich liebe auch gebackene Bananen. Oh mein Gott. Du wolltest, ich habe nicht bestellt. Nee, ich wollte es mir nicht. Ja? Weil wir ja Kuchen zwar gegessen. Das erste Thema, worüber wir reden werden, ist Fake Friends. Falsche Freunde. Hat jeder im Leben. Ja, also ihr fragt immer so nach Freunden generell. Also, es ist ja eh so, dass man in seinem Leben immer sehr viele Menschen kennenlernt, aber das sind immer so für vorübergehende Zeit. Genau. Zum Beispiel, ich hab, was möchtest du? Das hier? Hast du mit irgendjemandem zum Beispiel von deiner Fachabi-Zeit noch Kontakt? Nein. Nee, also, ne? Ich schreibe ab und zu, aber das auch nur über Insta. Aber das ist für mich jetzt nicht das die richtige Freundschaft. Ja. Freundschaft ist für mich, wenn man sich irgendwie schon so ständig meldet, auch wenn man sich nicht öfters sieht. Ja. Aber. Und wenn es so ist, als wäre, wenn man sich so voll lange nicht gesehen hat, man trifft sich über so, als wenn wie man. Früher, also ja. So. Als hätte man sich so. Ich habe einfach auch mit niemanden von meiner Fachabi-Zeit Kontakt. So, man schreibt, also es gibt eine, mit der schreibe ich ab und zu, aber sonst habe ich einfach mit niemandem Kontakt und du warst mit den Leuten 2 Jahre in einer Klasse. Ja. Ist schon komisch, das ist so vorübergehend. Bei mir Uni auch. Leute, wir mussten die Kamera jetzt woanders drauf stellen. Es tut mir übertrieben leid, es hat bis eben die ganze Zeit gewackelt. Ich habe einmal unser Stativ vergessen und es steht jetzt auf dem Karton. Du hast zum Schluss gesagt, dass du Freunde hast von hier noch, also von den alten Zeiten, mit denen du glaube ich noch Kontakt hast, ne? Genau, die einzigen Freunde, die ich wirklich noch habe, sind die, also über Jahre, sind die, die hier bei meiner Mama wohnen. Die kenne ich, seitdem ich klein bin. Also die eine kenne ich sogar seit meiner Geburt.
Und die anderen, seitdem ich 10 bin oder so. Ich auch. Und die bleiben. Ja. Immer. Eine. Das weiß ich auch. Keiner hat Sojasprossen gegessen. Da stand zwar Gemüse mit Sojasprossen, aber ich habe was anderes erwartet. Nicht nur. Aber eigentlich tun die nicht nur Sojasprossen rein, sondern so wie hier. Falsch geholt. Egal, ist gesund. Noch ein Thema, was ich in diesem Video sehr gerne mal anschneiden würde oder darüber reden würde, ist das Thema Kinderwunsch. Also Kinderwunsch, das darf man nicht. Also das ist so eine Frage wie ist dein Gewicht? Man fragt Frauen nicht, wie viel wiegst du? Und genauso mit Kinderwunsch, weil es gibt Frauen, die keine Kinder kriegen können oder nicht wollen oder die es einfach schwer haben. Mhm. Und wenn du dann denen fragst, hey, wann habt ihr Kinderwunsch? Wann ist es soweit? Dann fühlen die sich richtig gekränkt und traurig, weil es vielleicht einfach nicht klappt oder keine Ahnung. Deswegen. Meine Meinung dazu. Leute, immer. Klar, man meint es gar nicht böse. Ja. Man ist ja neugierig. Ja, genau. Und die Leute freuen sich ja auch nur mit einem Freund. Ja. Aber Leute, immer wenn ich irgendwelche Fragerunden mache, schon bevor Malik auf der Welt war, wurde ich immer nach Kinderwunsch gefragt. So. Jedes Mal. Jetzt ist Malik auf der Welt, jetzt geht's weiter. Die ganze Zeit mit, wann wollt ihr Kind Nummer 2? Egal, wenn ich ein Video mit Celine mache, wenn Celine im Live ist. Es geht die ganze Zeit nur, wann möchtest du ein Kind? Wann möchtest du ein Kind? Wann bist du schwanger? Bist du schwanger? Alle Fragen. Und ich muss sagen, ich finde, das ist so ein sensibles Thema. Ja. Und die Leute nehmen halt einfach 0% Rücksicht. Null. Ja. Vielleicht will man einfach gar nicht darüber reden. Ja. Es gibt einfach Paare, die Schwierigkeiten haben oder keine Ahnung, die einfach gar kein Kind wollen. Man muss ja selber gar keine Schwierigkeiten haben. Ja. Aber man will vielleicht trotzdem nicht darüber reden, weil es ist privat und man will das nicht mit der ganzen Welt teilen. Ja. Vielleicht will man auch einfach seine Liebsten überraschen. So, und deshalb nicht darüber reden. Ihr wisst, auch Celine ist ja generell auch auf Instagram und so oft privat. Ja. Weil das wird auch so bleiben. Ja. Und ist auch nicht böse gemeint, wenn ihr Anfragen schickt und ich das wieder lösche. Aber ich will das nicht. Also, da will ich nur Freunde, Familie und Arbeitskollegen oder so. Aber ich nehme halt keine Fremden mehr an. Weil, keine Ahnung. Das musst du ja auch nicht. Muss ich nicht. Es gibt so viele private Seiten. Ja. Also ich unterstütze euch gerne so bei Videos und so. Haben wir das auch bei Filmen? Aber. Anne Kamare Bassana Kapande. Celine, du hast gar keine Nudeln genommen. Ja, warte, ich nehme Schutz. Hier, mach das mal leer. Ist nicht mehr. Ich will nicht mehr. Schinken. Ich will die San Pellegrino, wollen wir uns das teilen? Ich hab noch. Ach, sie. Okay. Auf jeden Fall, genau. Sie ist ja auch privat und es muss nicht jeder. Sie macht gerne mit mir Videos, Leute. Ja. Ich zwinge sie auch nicht. Hey, das kann ich mein Wasser. Ist du? Ja, aber ich will aus der Dose trinken. Ist kalt, ne? Pass auf. Also, genau, sie macht gerne mit mir Videos. Ich mache auch gerne mit ihr Videos. Wenn das immer so möglich ist, wie jetzt, weil Malik schläft. Boah, ich liebe das. Ich habe letztens versucht, diesen Trick nachzumachen, wo man das so dreht. So. Und dann die Mitte und einfach ist kaputt gegangen. Prost. Prost. Was sagt man bei euch in Bayern? Prost. Ach so. Okay. Ich dachte Krust. Nein. Prost, Mama. Meine arme Mama, die sitzt da, die darf kein Wort reden. Jetzt du, von da? Hast du scharfe Soße genommen? Mm-mm. Ist aber gar nicht scharf. Mm. Geht. Die ist schon scharf eigentlich. Echt? Haben wir das Thema auch mal abgehakt, du. Die Sojasprossen schmecken aber gut. Ja. Das ist, dieses Thema Kinderwunsch ist, wie Celine vorhin gesagt hat, wie Gewicht. Genau. Seitdem ich ein bisschen, ich habe nicht wirklich, wie nennt man das, warum ist das dunkel? Ist dunkel geworden, oder? Mhm. Egal. Ich habe jetzt nicht irgendwie so einen übelsten Körperveränderung. Ich habe einfach nach meiner Schwangerschaft wieder mein altes Gewicht erreicht. Und ich werde die ganze Zeit gefragt, wie viel ich wiege. Leute, ich werde das nicht sagen. Erstens, weil andere sich mit dieser Zahl identifizieren. Ich werde auch in meiner nächsten Schwangerschaft, wenn es dann irgendwann so sein sollte, nicht mehr über mein Gewicht reden.
Weil so viele sich getriggert gefühlt haben, mit meinem, mit, dass ich gesagt habe, ich nehme nicht so viel zu. Und habe ich so viele Nachrichten bekommen mit, was hast du gemacht? Weil ich habe 30 Kilo zugenommen. Du kannst in deiner Schwangerschaft nichts essen und trotzdem 20, 30 Kilo zunehmen. Oder du isst richtig viel und trotzdem nimmst du nur 6, 7 Kilo zu. Also, ich habe von anderen Bloggern gesehen, auf YouTube, auf Insta, die direkt nach 2 Wochen ihr Bauch zeigen. Ich denke mir so, ey, es gibt Frauen, die nicht so schnell abnehmen. Ist doch, die fühlen sich doch voll unter Druck gesetzt. Also ich bin ehrlich, wenn ich sowas sehe, dann frage ich mich, warum hat es bei mir zum Beispiel so lange gedauert? Ja. Ich habe 9 bis 10 Monate gebraucht, anders, genau, bis mein Körper so wieder normal zu seinem alten Gewicht kam. Aber ja, ist halt schwierig. Das sind so schwierige Sachen, sind so schwierige Themen. Ja. Schon scharf. Alter, diese Erdnusssoße ist so lecker. Ich habe das Gefühl, du isst gar nichts von diesem Erdnusssoße. Du hast das ja voll oft reingedippt. Ich zwinge jeden, diese Erdnusssoße zu essen. Ich habe reingedippt voll oft. Habe ich gesagt, was wir geholt haben? Mhm, wir haben es doch gezeigt. Okay. Leute, wir haben nur Probleme heute. Jetzt ist die Kamera ausgegangen und das ist noch nie passiert, weil die überhitzt ist. Warum soll die überhitzen? Ich war 5 Minuten geteilt. Komisch, aber ey, ich bin schon richtig voll, Leute, wir sind immer noch am Essen. Ich auch. Wir haben die jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Und über was haben wir geredet? Über Gewicht, ne? Gewicht, Kinderwunsch. Was gibt's noch so für Themen? Liebeskummer. Das hat jeder. Leider. Also Leute, Liebeskummer, guck mal, ich habe das auch in diesem Video gesagt, das ist so komisch. In dieses Dings-Video, Fragen getrennt beantworten, da habe ich ja gesagt, man muss nicht immer wegen einem Jungen oder einem Mädchen Liebeskummer haben. Man kann auch man liebt ja auch Familienmitglieder oder Freunde, gut, das Freund ist mal was. Nein, da war die Frage, hattest du mal Herzschmerzen? Nee, wurde dir schon mal das Herz gebrochen? Genau. Stimmt. Muss ja nicht Liebeskummer sein, dann kann alles. Genau, wurde schon mal das Herz gebrochen. Ja, stimmt. Liebeskummer, also Herz brechen können viele. Ja. Aber bei Liebeskummer denkst du, du überlebst es nicht. Das ist echt so. Ey, das ist so gestört, ne? So rückblickend. Leute, ich war wirklich. Also, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt übel schön bin, ne? Aber ich war einfach wirklich hässlich früher. Sehr, also. Älter, aber in der Pubertät. Nee, also meine Freundinnen waren hübsch. Okay. Also ich nicht. Waren deine Freundinnen hübsch? Ja. Ja. Ich bin mit zusammengewachsenen Augenbrauen immer gelaufen. Zu mir haben die Mammut gesagt, wegen meinen Armhaaren. Ja, auch. Das war so peinlich. Alle waren hell, blonde Haare. Meine Mama hat mir, bis ich 14 war, nicht erlaubt, die Augenbrauen zu zupfen. Wie bin ich bitte mit 14? Wie laufen jetzt 14-Jährige rum? Schminkt auf. So die Augenbrauen. Ja, und ich mit meinen Augenbrauen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als meine Mutter mir das erste Mal die Augenbrauen gezupft hat. Ich war, glaube ich, auch 14 oder so. Und ich schwör's euch, ich dachte danach, ich bin übelste Model. Ich auch. Meine Augenbrauen, wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, die hat nichts gezupft eigentlich. Ja? Es war keine Form, nichts. Es war immer noch ein Busch. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der hat was gemacht. Nee, ich war wir waren beim Friseur. Oh. Dann hat die Friseurin zu meiner Mama gesagt, willst du nicht ihr die Augenbrauen zupfen lassen? Und die hat meine Mama überredet. Aber hattest du so richtig Empower? Ja, übel. So richtig dunkel auch noch. Weißt du, so verlaufällig. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, okay. Und da hat sie mir gezupft, aber die hat mir richtig schön gezupft. Also schon mit Form und so, nicht nur so Mitte. Oh. Ich habe mich dann auch richtig gefühlt. Ich mich auch. Aber. Und dementsprechend, weil ich so hässlich war, ich war auch richtig so Kumpeltyp. Übel. Ich war irgendwie ein bisschen so ein Mannsvibe. Also ich habe mich zwar wie ein Mädchen angezogen, aber mein Verhalten war so komisch einfach. Ich war gar nicht mädchenhaft. Ich bin immer noch nicht so krass mädchenhaft. Du bist so richtig mädchenhaft. Ich war mädchenhaft, aber ich hatte keine männlichen Freunde. Ich hatte auch keine männlichen Freunde. Also auch auf der Schule, also keine Kameraden und so, weil ich auf Mädchenschule war. Ach so, du warst auf einer Mädchenschule? Mhm. Aha. Ich wusste das gar Trufe. Nicht. Ja. Oh, wie schlimm. Ja, richtig schlimm, Zickereien und alles mögliche. Wie bist du in der Klasse?
Von der 5. bis zur 10. Ja. Das ist eine katholische Schule? Mhm. Weil sonst wird das ja nicht geben, ne? Ja. Krass. Nee, ich war auf der staatlichen, das war nicht katholisch. Ach so. Und dann habe ich gewechselt. Hm. Eigentlich wollten die mich nicht aufnehmen, weil ich Muslimin bin. Und dann hat er meine Noten gesehen und dann hat er gesagt, ich nehme dich auf. Ah, und hat er mich aufgenommen. Krass. Also, ich hatte auch keine Jungsfreunde, aber ich war trotzdem so ein Kumpeltyp, weißt du? Auch wenn ich nur Mädchenfreunde hatte. Und ich glaube, mich hat man immer mit... Und das Ding ist, Leute, auf meiner Schule waren sehr, sehr wenig Ausländer, vor allem Türken. Und alle kannten meinen Bruder. Und auch aus dem Grund hätte mich niemals jemand mit einem anderen Auge sehen können. Weil die alle wussten, das ist Ilkays Schwester. Und ich habe dann mein Glow-Up, ich glaube, in der 12. Klasse erst bekommen. Echte 12. Klasse. Also, ich glaube, so richtig geschminkt habe ich mich auch erst in der 11. Davor, das war immer nur so Kajal, Wimperntusche, Puder. Augenbrauen hat man gar nicht gemalt, die waren wie unsichtbar bei mir. Ja. Ich habe auch erst Abiturzeit habe ich mich richtig so geschminkt, auch gestylt. Auch Uni, ich habe mich jeden Tag gestylt und bin so richtig gestylt zur Uni, eigentlich unnötig. Aber jetzt vermisse ich die Zeiten. Also Gesamtschulenzeit bin ich immer mit Jogginghose in die Schule gegangen. Nein, gar nicht. Alter, ich bin morgens aufgewacht, Leute, ich vermisse das ein bisschen. Ich war, wie gesagt, ich war ein Kumpeltyp. Ich bin aufgewacht, ich habe mein Gesicht gewaschen, habe mir einen Dutt gemacht. Wir durften das nicht. Und dann bin ich einfach mit Jogginghose. Manchmal hatte ich die noch an vom Schlafen. Und bin dann zur Schule gegangen. Krass. Richtig asozial. Ja, aber es ist gut, Joy, wir durften nicht, ne, auf dieser katholischen Schule. Musstet ihr Rock und so anziehen? Nee, nicht Rock. Man musste entweder Jeans oder knielange Röcke. Einmal, ich werde das nie vergessen, eine aus meiner Klasse, es war Sommer, Hochsommer, und die hatte Hotpants an. Und die ist zu spät gekommen. Da hat sie sich aber was getraut. 10 Minuten zu spät. Dann kommt die so rein, die will sich hinsetzen und sie so, halt, stopp, die Lehrerin, ne? Du gehst jetzt sofort zur Direktorin noch. Und dann sie so, hä, was habe ich gemacht? Es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin, ne? So, es geht nicht darum, dass du zu spät bist, sondern das, was du anhast. Ich halt, kannst du noch Hotpants an? Ja, waren die sehr kurz? Ja, halt normal, Hotpants sind halt kurz. Mhm. Also man hat jetzt nicht ihre Arschbacken oder so gesehen, aber es war halt kurz. Und dann musste sie zur Direktorin hoch und dann hat die eine Mahnung bekommen. Also noch kein Verweis, aber beim nächsten Mal bekommst du einen Schulverweis. Ach, und die musste nach Hause sich umziehen und nochmal kommen. Echt? Das sind so strenge Klamotten dort. Du musst dich schick anziehen. Du also ich habe mir früher bekommen. Gewünscht, dass es sowas wie Schuluniform gibt. Ja. Aber schon. So wie in den Filmen. Ja. Weil einerseits musst du morgens nicht überlegen, was du anziehst. Und jeder hat das Gleiche an. Das heißt, du kannst keine nicht kann so... werden. Ja, so. Genau so mäßig so. Ich war immer, ich schwöre, guck mal, ich war schon immer so, du bestimmt auch, dass ich so, wenn jemand gemobbt wurde, ich fand das richtig schlimm, Mama. Ja, natürlich. Zum Beispiel, ich bin ehrlich, ich war sehr selten so, dass ich dann so Zivilcourage gezeigt und mich so eingemischt habe. Ich auch nicht. Aber ich habe nie mitgemobbt. Nee, ich auch nicht. Ich weiß, es gab ein Mädchen, die wurde wirklich sehr gemobbt, da habe ich mich dann nochmal eingemischt. Aber sonst, ich saß halt immer so und dachte mir so, der Arme. Ja. So richtig dumm, aber ich wurde auch gemobbt. Du? Ich auch, als ich diese Mono-Augen hatte. Also ich war bei mir jetzt nicht so schlimm, weil ich war immer schon sehr selbstbewusst, aber ich wurde auch gemobbt. Ich auch. Deswegen habe ich auch die Schule gewechselt und dann auf dieser katholischen, trau dich mal da zu mobben. Dann wirst du direkt rausgeschmissen. Krass, ey, ich wusste gar nicht, dass du auf so einer Schule warst. Ja, aber ich bin aber typisch Bayern, so richtig bayerisch, auf einer Mädchenschule. Ja. Boah, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Das war meine Entscheidung. Also meine Eltern haben mich gefragt, was wird so gemischt, Mädchen? Und ich habe irgendwie Mädchen gesagt, damit die nicht denken, so, ah, sie werden mit Jungs. Immer allen recht machen. Ist wieder dunkel geworden, Schatz. Ich glaube, weil es heiß wird. Ja. Ihr wart nicht in einem Karton, dass keine Luft dran kommt? Ist die Lüftung unten? Ich weiß es nicht. Hast du viel geschwänzt oder warst du viel zu spät? Nee, ne, ging gar nicht. Und auf das will ich. Also ich muss sagen, ich habe nie geschwänzt. Nie, nie, nie. Zu spät kam ich wirklich sehr, sehr selten. Leute, ich habe so wenig geschwänzt, auch dann in der Fachabi-Zeit, dass ich dann irgendwann mal zu meiner Mutter meinte, Mama, ich will morgen nicht gehen. Und sie meinte, okay.
ich weiß nicht mehr, warum ich nicht gehen wollte. Ich wollte einfach nicht. Und dann meinte mein Bruder, wie, die darf einfach zu Hause bleiben. Dann meinte meine Mutter, ja, die macht nie krank. Ja. Mein Bruder war immer. Ja. Schulzeit vermisse ich schon. Das war schon, ich war schon ich cool. Ich vermisse die ohne Zeit, hätte ich nicht gedacht. Oh, meine ist aufgestanden. Ach, mir so voll. Ich auch. Gut, dass wir keine Banane bestellt haben. Also wir haben eigentlich alles leer gegessen. Wir haben alles leer gegessen. Es ist nur noch ein bisschen Soße und Gemüse übrig und Sojasprossen. Richtig gut. Ja, ja Leute, ich glaube, das war's jetzt auch. Oder? Essen ist fertig. Wir haben über ein bisschen über Themen gequatscht. Du kannst ja schauen, ob vielleicht doch jemand irgendwas Interessantes gefragt hat. So. Oh, nee, warte, das war noch. So Leute, wir haben jetzt fertig gegessen und auch schon abgeräumt. Malik ist gerade aufgewacht und Celine meinte, ich soll nochmal gucken, ob auf Instagram irgendwelche Fragen reinkamen. Und hier gibt es etwas, das würde ich auch gerne darüber reden. Mhm. Und zwar Instagram, Co., soziale Medien, was die auf Menschen wirken. Ne? Große Probleme, wie ihr damit umgeht. Achso, das ist wieder ein anderes Thema. Also so generell über Instagram, soziale Medien, wie sich das so auf uns auswirkt. Darüber sollen wir reden oder was wir darüber denken. Also, soll ich anfangen? Ja. Ich bin eine, die sich sehr schnell beeinflussen lässt. Obwohl ich, also mir ist es mir bewusst, aber ich mache es trotzdem. Also wenn mir jemand sagt, ey, das ist voll gut, oder irgendeine Bloggerin sagt mir, sagt irgendwie in ihrem Profil, das ist gut, ich hole es mir zum Beispiel. Ja. Und was ich so, also ich lasse mich sehr schnell beeinflussen. Und, also wie soll ich sagen, wenn ich so andere Frauen sehe auf Insta, ich beneide. Selbstzweifel? Also Selbstzweifel. Ich denke mir so, oh, schau mal, die hat schöne Lippen oder eine schöne Nase oder keine Ahnung, ihr Style, ihr Körper. Nicht nur das, ich finde auch, wenn man so Beziehungen sieht. Ja, auch das. Zum Beispiel, die nehmen so irgendwas auf, was der Mann macht. So, oder die generell. Und denkst du so, hey, warum ist es bei mir nicht so? Ja. Dabei ist es bei denen wahrscheinlich, vielleicht sogar, man weiß es nicht, schlimmer als bei einem zu Hause. Nicht, dass es bei uns zu Hause schlimm ist, aber die streiten sich wahrscheinlich sogar viel mehr. Mhm. Aber die. Das Negative wird da halt nicht gezeigt, ist ja auch normal. Ja, wir zeigen ja auch nichts Negatives, aber wir übertreiben auch nicht unsere Liebe so im Internet, weißt du? Wir zeigen einfach, wie es ist, aber halt, zeigen halt unsere Streitigkeiten nicht. Aber wir machen auch kein Geheimnis daraus, dass wir uns halt streiten. Ja. Wenn nicht doch streiten. Und ich muss sagen, Leute, es ist sehr krass geworden, was so auf Insta und Co. abgeht. Vor allem TikTok ist ganz schön krass, Leute. Ja. Ich habe das schon letztens erzählt. Ich konnte nicht schlafen, ich war mich am Abschminken. Es war 2:30 oder so. Und es waren einfach 14-Jährige auf TikTok live. Die sahen aus wie 20. Und die waren sich am Schminken. So. Die waren sich gerade am Baken. Ich denke mir so, wir haben gleich 3 Uhr morgens, was machen die da? Und das ist halt sehr, sehr schwierig, finde ich. Ich bin auch so ein Mensch, tut mir leid an alle, aber ich melde die Leute, die minderjährig sind und im Internet um die Uhrzeit irgendeinen Quatsch machen. Keine Ahnung, ich fühle mich so verantwortlich dann dafür. Alle sehen gleich aus. Ich finde, also klar, wir schminken uns auch, ich habe Kontaktlinsen und so. Ich sage jetzt nicht, dass ich eine Naturschönheit bin. Nee, aber jeder hat irgendwie aufgespitzte Lippen, eine gerade Nase oder... Alle haben die gleiche Nase. Genau. Ne? Und die Augen irgendwie, keine Ahnung, so, so nach oben gezogen. Bella Eyes. Keine Ahnung, voll die geile Figur. Wir wollen auch nicht sagen, wir haten das nicht. Ne? Wenn man sich nicht wohlfühlt, soll man das machen. Jeder soll das machen, wie er will. Wir selber würden jetzt nichts machen. Aber man sieht das. Zum Beispiel, man sieht eine, die übel schlank ist, riesen Po hat und keine Ahnung, das ist aber alles operiert. Ja. Oder die Mädels, so, nicht viel, die meisten, nicht alle, aber die meisten sind halt operiert. Mhm. Und Jungs sehen das und denken sich so, boah, die sieht so krass aus zum Beispiel. Mhm. Dabei sind wir, jetzt sag ich mir, wir sind eh verheiratet, uns ist eigentlich egal. Aber wir sind die, die natürlich geblieben sind in dem Sinne, aber dann nicht mehr angeguckt werden, weil es so viele gibt, die sich halt so operieren lassen. Ja. Es ist so normal geworden. Ich weiß es nicht, vielleicht stehen auch Männer oder Jungs gar nicht da drauf. Ich bin einfach nur froh, dass wir in irgendeiner Zeit... Also ich, bei uns war es auch schon krass, finde ich, mit Instagram. Aber nicht so krass. Aber nicht so wie jetzt. Also 2015, bei uns war Instagram... Das hat so gerade angefangen, der Hype, finde ich. Mhm. Das war noch nicht so krass wie jetzt. Da gab es auch nicht Blogger und so wie jetzt. Das hat alles erst angefangen in der Zeit. Es ist ein sehr, sehr schwieriges nicht Thema. Nicht nur aussehen. Du siehst zum Beispiel, die kaufen Häuser. Ja. Und dann denkst du, boah, also es ist nicht nice. Urlaub.
genau, Urlaub, Dubai, keine Ahnung, das ist kein Neid, aber man denkt sich so, oh, was machen wir falsch oder wo? Ja, genau. Aber jedem soll es gegönnt sein, genau, wenn sie dafür hart arbeiten. Wir könnten ja auch, wenn wir wollen, uns eigentlich ein Haus kaufen. Ja. Weißt du, so ist es jetzt nicht. Man kriegt Finanzierung über die Bank, aber es gibt halt nichts Gescheites. Ja. Aber man sieht das bei anderen und man denkt sich schon so, also ich bin nie neidisch auf jemanden. Ja. Neid ist auch nichts Gutes, aber man wünscht es sich schon so, genau, insgeheim, oder? Ja, natürlich. Vor allem, also bei mir ist eher dieses, also ich muss sagen, so Urlaub, Haus und so ist nicht bei mir so krass wie, also optisch finde ich, ja. Wenn ich so jemanden sehe und denke mir so, krass, zum Beispiel, ich denke mir so, die wacht morgens auf und die muss eigentlich nichts machen. Ja. Aber die hat dann Filler im ganzen Gesicht zum Beispiel. Ich könnte eigentlich, also ich bin ehrlich, Leute, ich habe darüber nachgedacht, mir unter die Augen Filler zu machen, weil ich habe halt übelste Augenschatten und so Augenfältchen und schon immer, das hat jetzt nichts mit meinem Alter zu tun. Und ich habe halt überlegt, ob ich das aufspritzen lasse, damit das heller wird. Ja, das habe ich auch, überlegt. Ja, weil ich habe so übelste Augenringe und das stört mich von allem am meisten. Und ja, sonst, so, ich würde mir gern eigentlich mal die Nase unterspritzen, glaube ich, lassen, einfach nur um zu wissen, wie es aussieht. Aber ich habe Angst, dass ich das so schön finde, dass ich es dann immer mache. Und ich will eigentlich nicht so viel in mein Gesicht dann machen lassen. Also das mit den Augenringen, das überlege ich mir echt, aber irgendwann halt vielleicht. Ja. Aber sonst, ich würde jetzt nichts machen, wo mein Gesicht danach voll anders aussieht. Aber wenn es jemand macht, finde ich es auch schön bei anderen. Also wir haben nicht nur andere, sondern wir haben auch so Selbstzweifel. Wenn ja. Frauen auf Insta oder so. Also ich möchte schreiben, guck mal, so viele schreiben, oh Celine, du bist so schön und so bleiben deine Haare, mashallah, dies, das. Genau. Leute, und trotzdem, also voll viele sagen auch, boah, was machst du für deine Haut? Aber ich habe, Jansa weiß auch, ich habe hier zum Beispiel richtig viele Unreinheiten. Also auch so wirklich dicke, entzündete Pickel jedes Mal. Und dann denke ich mir auch, was machen die anderen, dass sie so eine reine Haut bekommen? Ja. Also. Malik ist gerade gekommen. Ja, Leute, das war's. Das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war sehr spontan, dass wir das aufgenommen haben. Wir wussten, wir bestellen heute zu essen, also dachten wir so, komm. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass wir gegessen haben vor der Kamera. Jetzt haben wir auch mal einen Mukbang gedreht. Genau. Heißt das Mukbang? Ja. Okay, Leute, dann bleibt gesund. Einen schönen Sonntag wünschen wir euch noch. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.